So, willkommen zurück, Leute. Ich habe das Problem gefunden. Ich habe nochmal in den alten, guten alten NES-Spieleberater gesehen. Ich wusste es nicht mehr, oder eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es wirklich so ist. Denn da steht drin, man muss ihn einmal mit dem Dolch abwerfen und danach kann man ihn mit der Peitsche töten. Das habe ich aber eben schon, da habe ich ja eben schon auf umgeballert, ohne Ende. Und es ist nichts passiert, deswegen kann das gar nicht sein. Ich nehme mal an, da muss man ihn in diesem Spiel ja, komplett mit dem Dolch töten. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Mensch, das ist jetzt... Oh! Alter Falter! Hab ich gerade einen Schock gekriegt. Boah! Oh, okay. Auch hier nochmal an Metroid Quest. Das war geil gemacht. Boah! Boah! Das hat geballert. So, und nu... Okay, dann hat es doch so geklappt, wie gesagt, dann merke ich, dass im Original brauchst du es nur einmal abwerfen damit eigentlich, dann kannst du schlagen, das Vieh. Keine Ahnung, warum das hier nicht so ist. You now possess Dracula's Ring. Gut, gut. Leider besitze ich dafür kein Geld mehr, weil ich die ganze Zeit diesen dämlichen Dolch werfen musste. Aber gut. Wie gesagt, am Ende Hauptsache man hat es geschafft. Hauptsache man kommt durch. Ui. Nee, nee. Das machen wir mal schön. Nehmen wir den Weg, den wir auch. Ach nee, hier können wir abkürzen. So ein paar Herzen wieder nachholen, weil wir jetzt gerade durch den Endboss sehr viele verbraucht haben, der ja unbedingt mit dem Dolch abgeworfen werden musste die ganze Zeit. Ja, halt, da geht's zum Boss, da waren wir ja gerade zu. Und jetzt bitte langsam in die nächste Stadt kommen, ich will endlich mal speichern, das geschehen. Oh, wir haben Level abgekriegt. Sind wir wieder voll, das ist auch sehr schön. Also bei der Burg muss ich auch gleich nicht sagen, das Level ab, das war mal nötig. Gar nicht mal von so netten Eltern, ey. So. Gut. Der endlose Sumpf. Damit haben wir den hinter uns. Oh, langsam wird es aber Zeit. Ich muss hier echt...
Schon wieder auf einem Friedhof. Okay. Aha. Oh, wir sind wieder in Aljiba. Bin ein bisschen verwirrt. Gut. Ich glaube, dann kann ich die Insel ausschalten, wir haben ja gar keine mehr. Gut, dann gehen wir mal wieder quasi. Gehen wir eigentlich hin. Wir gehen, glaube ich, ja, in die zweite Stadt. Veros Woods. Veros Stadt. Und speichern da erstmal. Das wollte ich sowieso schon die ganze Zeit machen. Weil ich nicht weiß. Beispiel, wie viele Level ich noch kriegen könnte. Wie ich gerade gesehen habe, die, glaube, die Teile von Dracula haben wir sogar schon alle jetzt. Deswegen ist es noch länger im Kopf. Aber okay, gut. Du hast wahrscheinlich länger für ein Spiel gebraucht oder was? Das kam einfach länger vor, weil. Kindisches Denken ja noch ein bisschen. So, okay, das war ein Computerfehler. Ja, wie gesagt, ist auch schon zu lange her. Oh, wie passend, okay. Dann geht's jetzt auf Aljiba. Nach Aljiba sage ich schon, nach Veros. Zu nach Veros Ramazzotti. Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich mit diesem Spiel nach Chronicles fertig werde. Aber gut. Flame Farmer. Ja gut, wir haben eigentlich wirklich fast alles, ja. Das Heilige Kreuz. Wobei Lorbeeren wären jetzt echt von Vorteil nochmal. Da könnt ihr euch nämlich einen schönen Trick bei Dracula zeigen. Vielleicht können wir uns gleich nochmal holen. Würde ich nämlich sagen. Und es gab sie. Gab sie hier schon in der Stadt? Ne, ich glaube nicht. Müssen wir nochmal zurück nach dahin, wo wir eben gerade waren. Da gab es auf jeden Fall welche. Die holen wir uns. Und dann kann ich euch einen Trick. Oh, beziehungsweise weiß ich nicht, ob der unbedingt hier funktioniert. Auf jeden Fall beim Original Simon's Quest habe ich ihn damals benutzt, um. Also wahrscheinlich irgendwie ein Tausender benutzt, aber als man so. Das selber so für sich rausgefunden hat, man natürlich gedacht, man wäre einer der einzigen Menschen auf der Welt, der sowas wissen würde. Aber den kann ich euch dann mit Lorbeeren, kann ich euch den nämlich zeigen. Wenn wir jetzt, da wir alles haben, denke ich mal, können wir zu Dracula gehen. Also ich glaube, es kommt nichts mehr. Und ja, da habe ich ihn dann voll geplättet damals. Und welche hier auch machen, sofern das funktioniert. So, das Vorhaben. Das Geld können wir dann locker nochmal investieren. Ja, Peanuts quasi. Und welchen jetzt kaufen?
die Lorbeeren. Dann werde ich diese Aufnahme, dieses Video beenden, ist dann halt ein bisschen kürzeres. Aber dann geht's halt zu Dracula und dann würde ich sagen, kommt halt Final Boss und Ending. Ja, ne? So machen wir das, Leute. So, noch mal gucken, wo es hier was gibt. Weiß ich nämlich gerade gar nicht mehr. Wer hier Knoblauch verkaufen, wer den Lorbeeren. Die Lorbeeren. Nein, will ich nicht. Kann man übrigens, ich habe jetzt halt einmal gekauft und zweimal benutzt, den Knoblauch. Kann man übrigens auch gegen Gegner benutzen. Also legt den Gegner vor die Füße, steht der Gegner in ihm drin, wird er permanent getroffen. Vom Knoblauch, nur dass er das wisst, falls ihr den auch mal holen wollt, den Gabe nutzen wollt öfter. Müsstet aber vielleicht, lohnt sich dann wahrscheinlich am ehesten bei Endbossen, wie zum Beispiel diesen Blob vorhin, da hätte ich mal drüber nachdenken sollen. Ja, das ist schön für Draculas Augen, weil wunderschön für uns. Ja, lohnt sich dann wahrscheinlich eigentlich am ehesten bei Endgegnern, die es im normalen Spiel nicht gibt, wie diesen Blob vorhin. Da legt halt einen Knoblauch rein. Hätte ich drüber nachgedacht, dann wäre der wahrscheinlich schön permanent am Verrecken gewesen. Mensch, also ich finde es jetzt gar nicht mal schlecht. Ich bin nur zweimal gestorben. Einmal, weil ich ins Wasser gesprungen bin, weil ich eine Sache nicht beachtet hatte. Und einmal, weil ich eben gar nicht wusste, wie man diesen Endboss führen soll. Woher soll ich das auch wissen? Ich habe jetzt eine halbe Stunde auf dem rumgehauen, bei dem Video davor quasi. So, dann müsste ich die Lorbeeren verkaufen. Dann werde ich mir gleich zweimal welche holen. Jawohl. Ja, danke. So, okay Leute. An dieser Stelle, jetzt nochmal bis zur Tür oben hin. Dann werde ich Pause machen und dann werde ich ja, das Video beenden und mit dem nächsten wird es dann das letzte Video sein für dieses Spiel. Also, bis gleich.